das Perfekt. Auch im Perfekt werden die Verbformen wie mit Legosteinen zusammengesetzt. Zuerst muss der Perfektstamm gebildet werden und dafür gibt es 6 Möglichkeiten. Jedes Verb benutzt allerdings nur eine davon. Welche? Das muss man jeweils mit dazu lernen. Erste Möglichkeit, V-Perfekt. An den Verbstamm wird ein V angehängt. Beispiel, vokare, rufen. Der Verbstamm ist voka und das ist zugleich auch der Präsensstamm. Und an den Verbstamm wird nun ein V angehängt. Vokav. Und an diesem Perfektstamm werden nun die Personalendung des Perfekts angehängt. Vokavi, vokavisti, vokavit, vokavimus, vokavistis, vokaverunt. Die meisten Verben der A- und der I-Konjugation haben ein V-Perfekt, aber nicht alle. Wichtig ist, dass das V an den Verbstamm angehängt wird. Und der Verbstamm war ja nicht immer gleich der Präsensstamm. Unser Beispiel ist cognoscere, erkennen. Der Präsensstamm ist cognosc, aber der Verbstamm ist cogno, denn der Präsensstamm hatte eine Sco-Erweiterung. Der Perfektstamm hängt nun das V an den Verbstamm und dann wird daraus cognov. Zweite Möglichkeit, das U-Perfekt. In diesem Fall wird ein U an den Verbstamm angehängt. Unser Beispiel ist takere, schweigen. Der Verbstamm take ist zugleich auch noch der Präsensstamm. An den Verbstamm wird nun ein U angehängt. Aber das U frisst das E auf. Deswegen heißt der Perfektstamm taku. Und an den Perfektstamm taku werden die Personalendungen angehängt. Takui, takuisti, takuit, takuimus, takuistis, takuerunt. Die meisten Wörter der E-Konjugation haben ein U-Perfekt, aber eben nicht alle. Dritte Möglichkeit, das S-Perfekt. Bei dieser Verbgruppe wird ein S als Zeichen für das Perfekt an den Verbstamm angehängt. Aber Achtung, ganz oft kommt es zu Veränderungen, weil das S sich mit dem vorangehenden Vokal oder Konsonanten nicht verträgt. Unser erstes Beispiel ist manere, bleiben. Der Verbstamm ist mané und das ist auch gleichzeitig der Präsensstamm. Eigentlich müsste also der Perfektstamm manes heißen. Aber das S frisst das E weg. Und deswegen heißt der Perfektstamm mans. Und an diesem Perfektstamm mans werden die Personalendungen des Perfekt angehängt. Mansi, mansisti, mansit, mansimus, mansistis, manseunt. Ein zweites Beispiel. Dickere sagen. Der Verbstamm ist dick. Der ist zugleich auch der Präsensstamm. An diesem Verbstamm wird ein S angehängt. Dix. Aber da haben sich die Römer überlegt, dass es eigentlich viel praktischer ist, wenn man statt 2 Buchstaben nur einen Buchstaben schreibt. X. Und an den Perfektstamm Dix werden die Personalendungen angehängt. Dixi, Dixisti, Dixit, Diximus, Dixistis, Dixerum. Wir haben noch ein drittes Beispiel. Ridere, lachen. Der Verbstamm ist wieder gleich der Präsensstamm, nämlich ride. Aber das S, das nun an den Verbstamm angehängt wird im Perfekt, frisst zunächst einmal das E. Und dann auch noch das D. Und deswegen lautet der Perfektstamm ries. Man kann zwar sehr schön das Perfektzeichen S erkennen, aber der Stamm, der eigentlich Ried heißt, ist nicht mehr ganz so deutlich zu erkennen. An den Stamm Ries kommen die Personalendungen. Risi, Risisti, Risit, Risimus, Risistis,
Riserund. Unsere vierte Möglichkeit ist das Dehnungsperfekt. Das Dehnungsperfekt funktioniert ganz anders. Hier wird nicht etwas an den Verbstamm angehängt, sondern der Verbstamm selbst verändert sich. Er wird gedehnt. Unser Beispiel ist venire, kommen. Der Verbstamm ist veni. Und das ist zugleich auch noch der Präsensstamm. Der Perfektstamm dehnt also nun das E. Und dann heißt der Perfektstamm wen. Auf das I können wir verzichten. Das haben die Römer einfach fallen gelassen. An diesen Stamm werden nun die Personalendungen angehängt. Veni, venisti, venit. Venimus, venistis, venerunt. Das Dehnungsperfekt kann man sich gut merken, wenn man an Cäsars Ausspruch denkt. Veni, vidi, vici. Das heißt, ich kam, ich sah und ich sickte. Und alle drei Verben haben ein Dehnungsperfekt. Fünfte Möglichkeit. Reduplikationsperfekt. Das Reduplikationsperfekt funktioniert auch wieder ganz anders. Es wird nicht am Ende des Verbstamms etwas verändert, wie beim V, beim U oder beim S-Perfekt. Und auch nicht im Innern des Stammes ändert sich etwas, wie beim Dehnungsperfekt. Sondern es werden die ersten beiden Buchstaben des Wortes an dem Verbstamm noch einmal angehängt. Also verdoppelt. Reduplikation kommt nämlich aus dem Lateinischen und heißt Verdoppelung. Unser Beispiel ist currere, laufen. Der Verbstamm ist curr. Das ist zugleich auch der Präsensstamm. Wenn nun die erste Silbe nochmal vor dem Verbstamm davor gestellt wird, dann heißt das der Perfektstamm also cucur. Und daran kommen wieder die Personalendungen. Cucuri, cucuristi, cucurit, cucurimus, cucuristis, cucurerunt. Allerdings passiert das nur, wenn das Verb keine andere Vorsilbe hat. Compositor, also Verben, die schon eine Vorsilbe haben, ändern sich nicht. Sie erhalten einfach nur die Perfektpersonalendung. Auch dafür gibt es ein Beispiel. Wir nehmen das Kompositum zu currere, concurrere, das heißt zusammenlaufen. Concurre ist der Verbstamm. Es ist auch gleichzeitig der Präsensstamm. Und es ist auch der Perfektstamm. Concurri, concuristi und so weiter. Und damit gehört dieses Verb concurrere eigentlich schon zu unserer letzten Gruppe. Sechste Möglichkeit, keine Veränderung. Bei einigen Verben ist der Verbstamm zugleich auch der Präsensstamm und der Perfektstamm. Unser Beispiel ist contendere, das heißt sich anstrengen oder auch eilen. Content ist der Verbstamm. Zugleich ist es auch der Präsensstamm und auch der Perfektstamm. Und an diesen Perfektstamm, Präsensstamm, Verbstamm werden die Perfektpersonalendungen angehängt. Contendi, contendisti, contendit, contendimus, contendistis, contenderunt. Und hier sieht man, dass es gut ist, dass sich die meisten Perfektpersonalendungen von den Präsenspersonalendungen unterscheiden. Nur zwei Formen sehen im Präsens und im Perfekt genau gleich aus.